Willkommen zu Einzelkind vs. Geschwister. Let's go! Zur Erklärung, das ist Ahmed, er ist der Älteste und keiner mag ihn. Das ist Leila, sie ist in der Mitte und sie mag ihre Brüder nicht. Und das ist Furkan, er ist der Jüngste und seine Eltern lieben ihn. Das ist Julian, das Einzelkind. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Müll schmeißen, Einzelkind. Oh, der Mülleimer ist voll, ich schmeiß ihn mal weg. Stopp! Ich mach das. Nein, Mama, passt schon. Ich kann das auch mal ausnahmsweise machen. Fass den Mülleimer nicht an. Ja, so ist gut. In diesem Haushalt musst du wirklich gar nichts machen. Ich bin dafür zuständig. Geh bitte in dein Zimmer, ruh dich aus, zock PlayStation, Fortnite, juhu. Mach alles, was du willst. Lass mich das machen. Okay, alles gut. Gehört dir. Ganz allein dir. Müll schmeißen, Geschwister. Ahmed, kommst du, schmeißt du diesen Müll weg, bevor ich dich wegschmeiße? Nein, das mache ich sicher nicht. Leila, komm her und bring den Müll weg. Nein, sicher nicht. Okay, gut, dann erzähle ich Papa dein Geheimnis. Jupp, ich komme schon. Oh, die stinkt. Ah, ich hab ne Idee. Furkan! Ja? Komm her, ich geb dir 1 Euro. 1 Euro? Na los, gib mir 1 Euro. Ganz ruhig. Die bekommst du, aber du musst den Müll wegschmeißen. Oh, ehrlich? Ja. Schwör auf dein Leben. Ich schwöre auf mein Leben. Ja. Na gut. Fertig. Wo ist mein 1 Euro? Du kriegst einen feuchten Furz. Ah! Hey, was ist los? Sie lügt. Oh, set lisse. Super, jetzt kommt mein Nachbar, weil ihr laut wart. Super, Ananistiki. Ja, hallo? Moin, ich bin ihr Nachbar. Es tut mir leid, meine kleinen Kinder, diese Schiweine, diese laut, rauch, 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 bellen. Nee, es ging nicht um die Lautstärke, sondern um euren Müll, der in der ganzen Nachbarschaft verteilt wurde. Na, 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 der Müll bleibt jetzt dort, wo er ist, ja? Die Polizei kommt schon, die kümmert sich drum, ja? Ich hoffe, Sie haben einen guten Anwalt. Furkan? Ja? Was hast du mit unserem Müll gemacht? Geschmissen. Weggeschmissen. Das meinst du, oder? Nein, geschmissen. Und dann weggerannt. Das habe ich dir doch nicht gesagt. Mir egal. So, ich gehe da mal. Viel Spaß mit der Anzeige, ja? Neue Wohnung, Einzelkind. So, mein Junge, das ist hier unsere neue Wohnung. Oh mein Gott, das ist so schön hier. Ja, der Papa hat ja bezahlt. Wo ist denn mein Zimmer? Zimmer? Ja? Erlaubst du dir gerade den Spaß mit mir? Hä? Nein! Du bekommst doch kein Zimmer. Ich hasse dich, Papa. Sondern den ganzen zweiten Stock. Was? Ja, also ein extra Bad, ein Zimmer zum Schlafen, ein Zimmer zum Zocken, ein Zimmer zum Lernen und ein Zimmer zum Furzen. Vergiss, was ich davor gesagt habe. Ich liebe dich, Papa. Neue Wohnung, Geschwister. Ui, 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 diese neue Wohnung ist schön, Walla. Wow, die schaut ja mega schön aus. Wo ist mein Zimmer? Ich brauche genug Platz für meine Schminke. Und wo ist mein Zimmer? Ich will dort spielen. Ich brauche auch ein Zimmer für meine PlayStation. Jeder will ein Zimmer. Ja! Ja, glauben Baba kacken Geld oder was? Oh, Papa kacken Geld? Ihr kommt alle in ein Zimmer. Gratulation. Nein, oder? Die furzen sicher, ich will nicht. Willkommen, dies ist eure neue Zimmer. Also willst du, dass wir alle drei hier in einem Zimmer leben? Ja, genau. Die Hühner, die in Käfigen eingesperrt werden und danach zu Chicken Nuggets verarbeitet werden, die haben sogar ein besseres Leben als wir. Ei! Sei dankbar, du hast darüber Kopf. Genug. Papa, wo werde ich schlafen? Furkan, meine süße Sohn, auf diese Bett. Und wo schlafe ich? Du kannst auch hier schlafen. Nimm deinen Bruder. Ew, mit meinem Bruder? Auf gar keinen Fall. Hey, das ist dein Bruder. In meiner Heimat, ich habe neben meinem Onkel nicht im Bett, in einen Schrank. In einen Schrank geschlafen, so. Super, und wo schlafe ich? Für dich habe ich einen extra Platz. Wenigstens. Ich bin ja der Älteste, also muss ich einen extra Platz haben, ja? Oh ja, Platz ist wirklich extra und eigener Raum. Ein eigener Raum? Ja, du kannst hier schlafen neben deiner Toilette. Nicht dein Ernst, oder? Du kannst hier Wasser trinken, gleich beim Waschbecken. Premium Luxus. Boden ist schön, du kannst hier machen... Du machst immer große, ja, ich weiß. Ja. Ich will da nicht. Na gut, du schlafen dann in Hundehütte im Garten. Ja, okay, das ist schon ein wenig besser. Wand anmalen, Einzelkind.
Na, Sappalotti Karotti, wer hat die schöne Wand hier mit blauem Stift angekritzelt? Was war? Na, da bist du, Julian. Oh, ja, die ganze Wand, ja, die habe ich angemalt. Ja. Wieso, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung. Egal, halb so schlimm. Du wolltest sicher Künstler spielen oder so. Nee, eigentlich nicht. Ich habe das so gemacht, damit ich euch nerve. Nächstes Mal bitte auf ein Blatt zeichnen, okay? Nächstes Mal Klappe halten. Ich zeichne, wo ich will, ja? Egal wo. Ja. Wand an mein Geschwister. Welche Schwein hat diese Wand mit blauem Stift gemalt? Ach, mit Leila furken sie vor zu mir. Oh, was ist? Ja. Welche von euch Eselgeburten hat diese Wand mit blauem Stift gemalt? Ich hab nicht einmal Stifte. Ich borg mir immer von anderen Schülern aus. Ich hab keine blauen Stifte. Ich hab nur pinke Stifte. Ich liebe pink. Ich hab gar nichts gemacht. Ich mag Pommes und Ketchup. Nach langer langer Analyse denke ich, dass es du warst, Ahmed. Ich? Hä? Ja, eindeutig. Schau, Furkan, seine Hände sind blau. Er war es. Nein, er war es nicht. Ja, dann frag ihn. Furkan, meine süße, süße, süße Sohn, hast du diese Wand mit blauem Stift gemalt? Ja, Papa, das habe ich gemacht. Ja. Keine Probleme, süße Sohn. Ahmed, wieso hast du nicht auf ihn aufgepasst? Was? Alles deine Schuld. Schwein. Aufpassen, aufpassen! Ich hab gar nichts gemacht und ich bin schuld, oder was? Eine Woche Hausarrest, du bleibst nur zu Hause wie diese Huhn Chicken Nuggets im Käfig. Und was ist mit Furkan? Er hat doch die Wand angemalt. Für ihn gibt es auch eine Strafe. Oh, yes! Furkan, als Strafe für dich gibt es Küsschen von deinem Baba. Ich liebe dich. Was schaust du so? Nur weil er der Jüngste ist, wird er ganz anders behandelt. Was kann ich dafür, dass ich dich nicht mag? Fernsehen, Einzelkind. Willkommen auf dem Delfin-Kanal. Och Mensch, ich liebe diese Sendung. Ja, ich sie auch. Mama, was schaut ihr euch an? Wir schauen uns gerade eine Doku über die Geburt der Delfine. Gleich werden sie Zeuge eines Naturphänomens. Ja, ist wirklich interessant. Willst du mitschauen? Nee, will ich nicht. Na los, gib mir die Fernbedienung. Ich will jetzt selber was anschauen. Ah, aber die Doku hat doch gerade erst begonnen. Ja, wir haben extra ein Jahr gewartet, damit wir das anschauen können. Fernbedienung her! Na gut, Manfred, gib ihm die Fernbedienung. Wer die Geburt dieser süßen Delfine verpasst, wird es sein ganzes Leben lang bereuen. Ah, mein Vater hat die Fernbedienung. Manfred, gib mir die Fernbedienung. Ich würde mein ganzes Leben lang weinen, wenn ich jetzt diese Szene verpassen würde. Jetzt reicht es mir. Mama, schau jetzt, wie ich den Mann vermöble. Gut, jetzt zeigen wir Ihnen die Delfingeburt in 3, 2, 1 und... Spreche ich mit der Kostenkanne? Nein, hier ist Patrick. Wieso weint ihr? SpongeBob ist doch lustig. Fernsehen, Geschwister. Hallo liebe Kinder, ich bin es wieder, Dora. Wieso lachst du? Ich habe noch nichts Lustiges gesagt. Sorry. Heute suchen wir meinen Lippenstift, weil ich muss noch Shisha-Bar. Willst du mir helfen? Ja! Hey, was gibt es da zu schreien? Ich schau Dora deshalb. Juckt mich nicht. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem Make-up-Tutorial. Das gefällt mir. Ew, Mädchenkram. Als allererstes muss ich mein Gollum-Kobold-Gesicht waschen, damit die Produkte einen besten Halt auf meinem runden Basketballkopf haben. Ich liebe sie, sie ist so ehrlich. So, genug jetzt, Fernbedienung. Was? Du hast mich schon richtig verstanden. Ich schaue aber gerade Babas Beauty Palace. Mann, ich bin hier der Älteste, also juckt mich nicht. Willkommen, Sportsfreunde. Heute sehen wir den Boxkampf zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ich will Babas Beauty Palace. Ich will Dora, Dora, Dora. Und ich will, dass ihr beide die Klappe haltet, ja? Was machen? Ich schau Fernsehen. Nein, du Schwein. Du kleine Kinder nerven. Nein, 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 nein. Gib mir Fernbedienung an und sieh mir. Yay, endlich Dora. Nein, Babas Beauty Palace. Nein, Ronaldo gegen Messi Boxkampf. Ich muss noch mein Make-up-Tutorial zu Ende schauen. Das ist für mich sehr wichtig. Ich verliebe das nicht. Das ist wirklich wichtig für mich. Das geht top genug. Wir schauen das an, was ich will. Guckst du lustig, wirklich lustig. Snacks Clown, Einzelkind. Mama, wo sind Snacks? Mein Schätzchen, es ist im Regal da. Okay. Oh,
Lecker. Zum Glück habe ich keine Geschwister, mit denen ich teilen muss. Mein Sohn, könntest du mir auch vielleicht ein wenig geben? Nee, das sind meine Snacks. Ich habe es aber gekauft. Ja, du hast es aber für mich gekauft. Also meins. Hallo, ich bin dein Vater. Und ich bin Julian. Nett, Sie kennenzulernen. Snacks klauen Geschwister. 11, 12 und 13. 13 Leckerlis. Ich werde sie jetzt hier verstecken. Wer? Einer kommt und isst sie. Wer? Oh. Hallo. Nein, nein, nicht schreien. Alles cool, alles cool. Das waren meine Süßigkeiten, oder? Ja. Ich hab doch gesagt, dass sie keiner essen darf, oder? Ja. Und du hast es trotzdem gemacht. Ja, es tut mir leid. Nee, es tut mir leid. Hä? Ich wusste, dass du meine Süßigkeiten nimmst, also habe ich mir was Lustiges einfallen lassen. Was denn? Als allererstes, das sind nicht meine Süßigkeiten. Die habe ich irgendwo auf dem Boden gefunden. Keine Sorge, vielleicht hat sie ein Kind irgendwo draußen vergessen. Ja, ich hoffe. Es kann aber auch sein, dass ein Penner reingerotzt und reingefurzt hat, es irgendwo stehen gelassen hat und ich es zufällig mitgenommen habe. Das ist nur der Anfang. Ich wollte dir damit eine Lektion erteilen. Ich habe dann meinen Po gekratzt und ohne meine Hände zu waschen alle Süßigkeiten angefasst, damit die ganzen Furzpartikel mit den Snacks verkettet werden. Danach habe ich es einem Hund gegeben, er hat es ausgespuckt und damit du es nicht bemerkst, habe ich es in dieselbe Packung reingetan. Und am Ende hast du es gegessen. Furkan? Hey, hey, Furkan, mach nicht diese Art mehr einfach. Ahmed, wo ist Furkan eigentlich? Er schläft. Wieso, der zappelt so komisch wie Fisch? Er träumt sicher, dass er ein Pferd reitet. Okay. Er lügt. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentiert diesen Emoji in den Kommentaren, damit ich sehen kann, welche Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Ihr wolltet Einzelkind versus Geschwister und das habt ihr auch bekommen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren eine neue Videoidee für die nächste Woche schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye.